So Leute, willkommen jetzt hier zurück zu einem neuen FIFA-Video. Heute mal mit einem Gast und zwar dem lieben Fabian. Hallo, das bin ich. Und zwar machen wir heute ein Battleship Wager. Muss ich sagen, dass es der liebe Keller erfunden hat. Also seinen Kanal verlinke ich hier unten auch in der Videobeschreibung. Und zwar haben wir uns jetzt ein Team aufgebaut mit 11 Leuten. Dieses Team werden wir jetzt vermischt unten auf die Auswechslung und Reservebank packen. Weil wir keine FIFA-Points oder FIFA-Coins haben, machen wir das einfach mit Teams, die wir später beim Freundschaftsspielmodus einfach hinzufügen können. Ich nehme Monaco und er nimmt Dortmund. Also dann ist es aber trotzdem das gleiche. Das Spielprinzip erklärt sich dann von alleine. Ihr werdet das, glaube ich, einfach verstehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So Leute, zurück jetzt hier. Wir haben uns jetzt hier aufgeschrieben, die Nummern 1 bis 12. Oder? Ich nicht, bin zu faul. Er benutzt die Formation 4-1-4-1. Ich benutze die Formation 4-3-3. Und ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt, weil du Gast auf meinem Kanal bist. Ja, du darfst als erstes meinen Stürmer. Oh. Ja, dann pack mal die Nummer 6 auf die Stürmerposition. Nummer 6. Okay, 1-6. Okay. Dann packt. Nee, das dürfen wir am Ende nur sagen. Ah, okay. Und wenn wir einen getroffen haben von der Position her, dann hat man Game Changer und dann darf man zum Beispiel, wenn der Torwart auf der 6 steht, darf man den 6er mit dem Torwart wechseln. Damit der Torwart dann halt wieder am Tor steht. Dann nimm du mal die Nummer 1 in den Sturm. Na! Du darfst keine Reaktion zeigen. Okay? Also noch keine so hohen Reactions. Also nicht, dass ich das so errate, weißt du? So, jetzt nehmen wir meine beiden Links- und Rechtsflügel und seine Links- und Rechtsmittelfeld. Ja, dann pack mal du die Nummer 4 nach links und die Nummer 7 nach rechts. Okay. Gut, dann pack du mal die Nummer 7 in den linken Flügel. Und die Nummer 12 in den rechten Flügel. Nummer 12 in den rechten Flügel? Ja. Die letzte. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir bei mir mit den 3 Mittelfeldspielern weiter und bei ihm mit dem 2 Mittelfeld und dem ersten Einer, also 4-1. Dann machen wir es einfach perfekt so, die Nummer 1 ins Zentrale. Die Nummer 2 ist ja daneben. Und dann noch den dritten. Ja. Okay, würde ich sagen, machen wir bei dir ungefähr das gleiche. Die 9 ins linke. Ne, ich glaube, du. Die 9 ins. Also bei den beiden ins linke. Jetzt die Nummer 9, ne? Ja. Und die Nummer 10 in das daneben. In den daneben. Und die Nummer 4 als einer. Okay. Okay, gut. Nummer 4 in den einer Ding. Okay, perfekt. Gut, dann machst du mal die beiden Außenverteidiger. Außenverteidiger nehmen wir 12 und 11. Also 12 ist links und 11 ist rechts. 12 links und 11 rechts? Yep. Okay. Dann pack du mal die 2 rechts und die links die 3. Oh, okay. Falsch herum, ne? 2 rechts. Zwei nach links, ne? Die 2 nach rechts und die 3 nach links. 3 nach links. Okay. Ach, Mann. Ja. Gut, dann macht jetzt du den Innenverteidiger und den Torwart. Also die Innenverteidiger und den Torwart. Okay, die Nummer 10 ins Tor. Genau, und die Nummer 8 und die 9 als Verteidiger. Ja. Ist egal. Ja, okay. Das ist aber richtig so. Also ich hab nur noch die Nummer 5, die 6, die 8 und die 11. Die 11 ins Tor. Die 11 ins Tor, okay. Die 8 und die 6 in die Verteidigung. 6 links und 8 rechts. Gut, dann bleibt bei dir die 5 über. Bei mir bleibt die. Auch die 5 über. Oh, nice. War dein Zufall. Abpfiff, 4-1 Real. So. Und wie viele Game Changer hast du? Also, du hast bei mir gar keine Position getroffen. Ich bin bei mir auch nicht.
Aber das Gute bei mir ist, der schlechteste Spieler bleibt bei mir über. Okay, Leute, ich werde noch was sagen. Wir sehen uns dann gleich bei dem Spiel wieder. Bis gleich. Soll ich mal meine Aufstellung sagen? Ja. Im Tor Julian Weigel. Linker Verteidiger ist Mario Götze. Dann in der Innenverteidigung Pierre-Emerick Aubameyang. Lukas Piszczek auch in der Innenverteidigung. Und rechts daneben Gonzalo Castro. Defensives Mittelfeld haben wir Ousmane Dembélé. Dann haben wir zentral Marco Reus und Rafael Guerreiro. Auf der rechten Seite spielt Pastak, auf der linken Seite Bartra. Und im Sturm the only one, Sokratis. Sokratis, Alter, the only one. Hier, Leute, seht ihr meine Aufstellung. Und Tor ist CDB. In der Innenverteidigung mein Torwart Subasic. Der Linksverteidiger Mandy. Rechts hinten der rechte Mittelfeld Silva. Links zentral defensiv Fabinho. In dem Mittelfeld haben wir Falcao. Glick, den Innenverteidiger Jamison, Innenverteidiger. Rechts vorne Mpabelotin. Vorne im Sturm Moutinho und links vorne Bakayoko. Okay, das klingt auch nicht schlecht. Dann ja, klingt auch nicht schlecht, also sagst du jetzt noch, Alter. Okay. Schönes Spiel auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der ersten Szene wieder. Bis gleich. Felix Paslak. Auf Sokratis. Nein! Ja, CDB! Torwart. Andi, sollst du nicht ingame? Ja. Ja! Ah, uns verdient. Moutinho! José Moutinho! Ja, guck mal, ist sogar Mittelfeldspieler. Ist da. Aubameyang, du bist schnell, komm! Aubameyang in der Verteidigung? Hä? Was? Schiri! Der Typ ist einfach nur rübergesprungen. Der Typ ist auch immer nur rübergesprungen. Ach, ist er wirklich. Alter, der Typ ist auch immer nur rübergesprungen, Alter. Komm, gib mir einen Meter. Er gibt noch einen Schuss. Aber ich kann ja mit Marco schießen. Es gibt einen Meter. Ja! Ah, Mann, hätte ich gehalten mit einer. Wenn der in der anderen Ecke ist, hätte ich den gehalten. Marco. 1-1 wieder, jawohl. Bartra, do it! Ja! CDB, oh Alter, CDB! Was? Guck dir diese Parade an, Alter. Vorne, Ober, zeig mal deine Qualität. Doch gar nichts. Nee. Marco, komm. Marco, täusch mich nicht! Ach komm. Nein! Komm so krass! Was macht der? Was macht der da? Nein! Komm so krass! Was macht der da? Nein! Götze! Oh! Alter, CDB ist aber so geil, Mann. Oh, Mann. Oh Gott, es steht nur 2-1. Definitiv. Oh. Von mir aus aussieht, Alter. Oh! Götze, komm! Hä? Götze! Ja! Dieser Keeper, das ist ein Rechtsverteidiger. Der regelt ja, besser. Der regelt teilweise besser als Weidenfeller, Alter. Ja, das stimmt. Als ich mich halt mit Guerreiro durch, wenn Sokratis halt streikt. Komm, Ober. Ober, du bist schneller. War nicht besser. Doch. Nein. Ja! 3-1-3-1. Mein Gott, Weigel, da kann man schon mal hin. Der hält, glaube ich, mehr als der echte Torwart. Sokratis, komm! Ja! Schade. Hol dir den Ball und lauf zurück. Mann. Ja, Mann. Ja, jetzt haut er den Ball raus. Ja! Au, 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 au.
es hat so Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich würde einfach sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und guckt auf jeden Fall bei dem Fabian vorbei. Ich würde einfach sagen, wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Haut rein und ciao. Tschüss.